Hey, was geht denn ab? Wunderschönen guten Tag. Unser Praktikant ist im Haus, Ivan, 18 Jahre. Starker Typ, Ivan. Wir machen uns erstmal ein kleines Datenblatt klar. Du, wir bräuchten so einen Praktikanten-Datenblatt. Sahst du eigentlich auch mal so aus wie Ivan? Nee, ich glaube nicht. China sah so aus. Das ist echt ein hübscher Junge. Warum hast du kein Konto? Ah, das war nicht. In Bar? Hast du ein Konto? Ey, ist aber top gespielt. Warum nicht? Was ist los mit euch? Habt ihr beide keine Konten? Nee, das Schlimmste kommt noch. Ivan, erste Regel, sei nicht wie Rashid. Du brauchst ein Konto, du bist unter 25, du kannst ganz gebührenfrei, kostenfrei bei der Berliner Sparkasse ein Konto bekommen. Unter 25. Ja? Ja. Und damit kannst du schön alles zahlen. Long time ago. Und du gehst auch zur Berliner Sparkasse. Kick dir mal das Shirt an, mach Pause. Kick dir mal das Shirt an. Ey, ich hab einfach nicht gebügelt. Also ja, du, gar nicht. Würde mir jetzt nicht auffallen. Das ist so aus der Waschmaschine rausgekommen. Das sieht furchtbar aus. Das sieht wirklich furchtbar aus. Das ist mir richtig unangenehm, dass das überhaupt auf Band ist und damit jetzt im Netz steht. Kann das mal einer, das hätte man mal rausschneiden können. Oder man hätte ja einen Filter drin. Hätte man jetzt so einen Glattmachfilter drauf machen können? Hier wirklich, auf so ein Shirt. Also, das kannst du ganz bequem per Online oder per App überweisen. Ja? Aber bei dem, was du verdienst, brauchst du ganz dringend auch mal einen richtigen Berater. Und die sind jederzeit für dich verfügbar. Was soll das eigentlich heißen? Bei dem, was ich verdiene, brauche ich einen richtigen Berater. Das weiß ich nicht mehr genau. Das war so aus dem Zusammenhang. Mein Blick sieht man auch an, dass ich auch nicht weh. Also ich weiß nicht mehr, was der meint. Mit dem verknitterten Shirt, ne? Da werden wir gleich mal nach dem Bügeleisen gucken und dann zahle ich dir dann mit Karte. Haben wir doch nochmal thematisiert. Machen wir kurz Pause. Wir müssen nochmal kurz über Ivan sprechen. Also Gastauftritt, sein erster Gastauftritt. Ivan, souverän. Top-Leistung. Wollt ihr noch den Funfact raushauen, dass Ivan echt Niklas heißt? Heißt er so? Ja, der andere heißt Ivan. Ach, scheiße. Ist das ein Scherz jetzt? Heißt der nicht Ivan? Warum heißt der nicht Ivan? Das ist doch ein Ivan. Wer heißt denn Ivan? Oh, scheiße, ich hab den ganze Zeit Ivan genannt. Digga, was hast du gemacht? Aber das sind die Outtakes. Ey, weißt du was? Aber es ist aber auch bescheuert gewesen. Wir waren in dieser, ich musste die ganze Zeit aus dieser Sparkasse raus und ihr standet draußen und ich laufe euch entgegen und sehe schon, wie ihr hässlich lacht. Ja, ja. Wie soll ich denn dann ernst bleiben? Bei uns beiden ist eh immer das Problem, wenn einer anfängt zu lachen, muss der andere auch lachen, gerade bei ernsten Situationen. Und das ist da ein bisschen daneben gegangen. Digga, was hast du gemacht? Überweisung. Guck mal, siehst du, ich kann es eigentlich immer noch nicht. Ich habe immer noch... Komm mit in den Sender, wir machen das schon. Und jetzt bin ich ganz ab in den Sender, die Online-Banking einrichten. Ne? Ist das kompliziert? Quatsch, Mann, ist nicht kompliziert. Und du bist jetzt überall... Oh, fick, wie war das? Das ist voll kompliziert. Quatsch, Mann, ist nicht kompliziert. Mann, ist total einfach und du kannst von überall überweisen. Okay. Weißt du? Ey, man nimmt mir das echt ab, ne? Cool, glaub, ja. So, Rashid, hier ist der Laptop. Jetzt gehst du mal bitte auf. Also du bist wirklich, muss man ehrlich sagen, du bist ein sehr, sehr... Also wenn du sowas hast wie Fakten oder so, du bist ein sehr seriöser Typ. Absolut. Du bist kaum dubios. Wirklich auch. Total seriös, hätte ich dir abgekauft. Ja, das ist Berliner-Sparkasse.com. Boah, wie habe ich einen Filter, wa? Genau, sehr gut. Ja. Ja, dann bist du jetzt auf der Startseite, gehst bitte auf Privatkunden. Hab ich. Klickst drauf, genau, Online- und Mobile-Banking-Übersicht. Sehr ehrlich, hast du es gecheckt? Ich habe es voll gecheckt, Alter. Ich bin hier die ganze Zeit am Online-Banken. Also, die Outtakes sind großartig, ey. Warte. Hallo? Rashid, wofür steht TAN, T-A-N? Für Push, TAN, Transaktionsauto. Aber Online-Banking von der Berliner Sparkasse kriegt er hin. Ja. Also, ich muss jetzt mal ganz kurz, und wir sind jetzt so genau bei der Mitte des Videos, ich muss mal ganz kurz sagen, unser... schauspielerische Talent, was wir an den Tag legen, gepaart mit der Authentizität, einer Sparkasse, die wir delivern. Ja? Und dazu nochmal gepaart mit der Professionalität eines Produktes wie von der Berliner Sparkasse. Das gepaart kann nur großartige Videos hervorbringen. Auf jeden Fall. Also, wir verstehen dich, wir sind selbst begeistert. Digga, danke fürs Essen. Ja. Vielen Dank. Karte geht nicht. Okay, ich kann auch mit Handy zahlen, ne? Karte geht auch nicht. Digga, ich kann mit Handy zahlen, mobiles Bezahlen von der Sparkasse. Wirklich, ich mach dir keinen Stress. Ey. Ich alles kann auch warten. Ach Quatsch, Mann. Alles gut, ich zahle schnell mit Handy, geht ganz schnell. Mal in der Zeit. Das ging über schnell. Können wir mal ganz kurz, was ich nur mal ganz kurz sagen will, diese Szenerie, in der die Karte nicht funktioniert hat, ist uns schon sehr oft passiert im Leben. Ja. Man muss dazu sagen, dass diese Ernsthaftigkeit, die wir in dem Moment hatten, definitiv Herzen, nicht der Fall war. Normalerweise hatten wir mehr Angst. Ja, aber ich habe mich doch in der Situation noch mal so zurückversetzt gefühlt, in der Zeit, wo wirklich die Karten alle nicht funktioniert haben. Also, ich sag mal so. Meine. Deswegen, also mit Handyzahlen nur, sollte denn klappen. Ey, wirklich, mit Handyzahlen auf jeden Fall tausendmal besser. Oh, Outtakes. Das ging über schnell.
Das ging aber schnell. Ne? Ja, Digga, das ging aber überschnell. Ja, hör auf zu lachen, Mann. Du musst über 18 sein, brauchst ein Android-Handy und musst können. Wie oft sind wir das lang gelaufen? Keine Ahnung, ey. Ich war wirklich 3 Kilometer gelaufen für 200 Meter Weg. Nummer 1 ist, geh in den Google Play Store und lade dir die App Mobiles Bezahlen von der Berliner Sparkasse runter. Schritt Nummer 2 ist, dort meldest du dich mit deinen Online-Banking-Zugangsdaten an. El Schritto Nummer 3. Dann wählst du die Karte aus, die als Zahlungsmittel hinterlegt werden soll. El Schritto, Alter. El Schritto. Cringing the shit out of me. Unangenehm. Das ist auch unangenehm, der Filter. Jetzt noch mit der TAN-Nummer bestätigen und schon kannst du Kontakt mit dem bezahlen. Kennst du diese alten Leute, die da einen coolen Filter auf den Kopf haben, wo sie dann so ein Cap drauf haben und denkst einfach nur so, oh, alles okay. Schief, alles das schief gelaufen. Die, das sind auch die, die sagen so, du hast doch so Hip-Hop, ne? Ja. Rap. Hey, ne? Hey Johnny, kommst du mit? Ich muss noch kurz was einkaufen gehen, Alter. Ich hab kein Geld mehr. Hast du bei? Chris, da gab's eigentlich 30 Outtakes locker. Warte, den haben wir den so verkackt. Den muss ich noch mal von vorne kurz gucken. Hast du bei? Hey Johnny, ich hab kein Geld mehr. Hast du bei? Vor allem die 30. Johnny, ich muss noch einkaufen gehen. Ich hab kein Geld mehr. Den haben wir wirklich 30 Mal gedreht. Ja. Hey Johnny, kommst du mit? Ich muss noch kurz was einkaufen gehen, Alter. Ich hab kein Geld mehr. Hast du bei? Mobiles Bezahlen, App von der Berliner Sparkasse. Ich kann mit Handy zahlen. Nein. Nice. Ja, voll. Johnny zahlt mit Handy. Johnny, warte. Der dachte, ich schmeiß uns raus, ne? Aus hey Johnny, wie machst du das mit dem Kartenzahlungsding? Ich habe meine Karte hinterlegt in der App und lege jetzt quasi einfach nur mein Handy auf das Zahlgerät vorne. Ja, shit. Ja. Pomelos und Schokolade ist dein Ding. Dass ich gesund lebe. Drazy Erte Erte Nüsse. Drazy Erte Erte Nüsse? Ich stehe ja eher auf die Susus F. Loken. Ist so ein Insider, da gibt es ganz viele Videos von uns, wo wir das machen. Hey Johnny, wie war das jetzt? Du hast dein Handy draufgelegt, dann hat er vibriert und dann hast du bezahlt, oder wie? Genau, ganz einfach. Und was mit meinen persönlichen Daten? Also die werden nicht weitergegeben, oder wie? Genau, die werden nicht weitergegeben. Genau, ja. Genau, so wie du sagst. Ja, ja, klar. Ja, ist richtig. Ja, ist genau. Wie es ist. Genau. Genau, die werden nicht weitergegeben und du kannst deine eigenen... Wie heißt die Scheiße? Werden sie nicht. Du kannst deine eigene Sicherheitseinstellung selber bestimmen. Ist das nicht das Geilste, was du jemals gehört hast? Es ist noch geiler. Das ist das Allerkrasseste auf jeden das Fall. Das ist das Beste. Ich voll liebe geil. Die Sparkasse. Ey, mal ehrlich, ist das nicht das Geilste, was du jemals gehört hast? Es ist wirklich cool. Es ist wirklich krass, ne? Also, auf jeden Fall checken.